Videoblog Deutschland Grand Prix. Ja, Mensch, echt schade, das ganze Wochenende. Ich habe mich so darauf gefreut. Ich dachte, ich kann hier richtig vielleicht sogar Heimsieg einfahren, aber das ging voll in die Hose. Schon Qualifying, haben einfach einen Fehler gemacht als Team, weil Speed war da, um ganz vorne dabei zu sein. Na, war halt schade. Und dann aber trotzdem, ich dachte heute, da geht was vom 11. Platz. Ich dachte, ich kann richtig durchs Feld pflücken, aber da ging gar nichts. Ja. Also wir hatten, es waren echt, die Erinnerungen kamen wieder hoch von diesen grausamen Rennen da Anfang des Jahres, ja, Barcelona, Bahrain und so. Wir haben einfach die Reifen überhitzt heute, ja, unser Auto, weil die, es war richtig heiß hier in der Eifel, total ungewöhnlich, aber voll extrem. Ja, und da ging einfach nichts im Rennen. Ich bin nur rumgerutscht und mit heißen Reifen und war sehr, sehr schwierig. Leider, es ist so, dann am Ende, okay, am Ende letzter Stint war dann okay, da hatte ich die weichen Reifen drauf, weniger Sprit, da konnte ich dann schön attackieren, da kam dann ein bisschen Spaß wieder hoch, kann alle überholen und so und Vorfahren auf dem 9. Platz, aber 2 Punkte, ich meine, das ist unglaublich, dass nicht mehr drin war. Okay, Begründung ist sicherlich auch, dass die Reifen jetzt anders sind, ja, wir haben einen anderen Reifen drauf gehabt, wegen den Problemen in Silverstone, weil die Reifen ja da explodiert sind. Und von der Reifensicherheit ist es jetzt, denke ich mal, im Griff, ja, haben sie im Griff, obwohl die noch weitere Änderungen machen müssen, wollen, aber das würfelt dann alles wieder durcheinander. Ja, auf einmal ist Lotus wieder vorne, Ferrari, wir sind wieder nirgendwo und wir müssen jetzt wieder schnellstmöglich verstehen, was die Reifen erfordern hier und das Beste draus machen. Ja. Und es ist auch eine Chance, ja, diese ganzen Änderungen am Reifen für uns. Ungarn soll wahrscheinlich wieder Reifenänderung sein. Und ja, abwarten, jetzt müssen wir viel diskutieren, viel mit den ganzen Ingenieuren und so. Und mal sehen, aber bin trotzdem guter Dinge weiterhin. Ja. Es geht trotzdem in die richtige Richtung und ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht heute zum Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.